Schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Georg Kohn. Ich bin Oberbürgermeister der Stadt Leonberg. Und als vor 16 Jahren Tobias Merkle mit dem Seehaus hier begonnen hat, einen offenen Vollzug für jugendliche Straftäter hier zu etablieren, wusste keiner, was es für eine Erfolgsgeschichte hier geschrieben worden ist. Denn, wie gesagt, nach insgesamt 16 Jahren jetzt hat sich das Seehaus zu einem großartigen Erfolg entwickelt. Anfangs waren natürlich einige Gegner dabei, die gesagt haben, was passiert denn da draußen hier in Leonberg im Seehaus? Hier bekommen wir Straftäter, wir fühlen uns nicht ganz wohl dabei. Und inzwischen weiß man, dass es der richtige Weg war, diese Entscheidung zu treffen von Tobias Merkle, diesen offenen Vollzug, Strafvollzug hier in Leonberg zu installieren. Und ich wünsche mir, dass dieses Projekt, das es auch schon einmal mehr in Deutschland wieder gibt, aber dass dieses Projekt auch in einem anderen Land, wie auch jetzt in Kolumbien, möglichst auch dort ihre Befürworter findet. Ich denke, da werden sie richtig glücklich mit werden. Vor allen Dingen ist es auch ein Beitrag für die Menschheit, nämlich für eine Gesellschaft, ein Zusammenleben zwischen Straftäter und natürlich auch der Gesellschaft, die das erwartet, dass man sich wieder integriert. Ich glaube, das ist ein guter Beitrag für unsere Gesellschaft. Und dafür herzlichen Dank an Tobias Merkle. Ich wünsche ihm weiterhin viel, viel Erfolg. Und ich wünsche natürlich vor allen Dingen, dass es in Kolumbien genauso gut klappt. Und ich bin davon überzeugt, das wird es. Vielen Dank.